Moin Moin und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge World of Warships. Es geht weiter mit den gewerteten Gefechten. Ich dachte mir, ich versuche es einfach mal auch mit der Anchorage. Das einzige kleinere Problem, das es nur gibt, mir fehlt ganz stark der Elite-Schütze. Turmdrehgeschwindigkeit ist echt so eine Sache bei dem Schiff. Aber mal schauen, mal schauen. Man sieht's, ne? Es dauert halt schon ganz schön lange. Naja, naja. So, Cargo sei jetzt bitte nicht AFK. Das Spiel kennen wir schon und das Spiel hat mir nicht gefallen. Oh, C erstmal holen auf jeden Fall. Oh, und dann ist die Frage, entweder rechts hoch, 7er-8er Linie. Oder Richtung A. Scheint jetzt echt ein bisschen aufzuteilen, gar nicht so verkehrt. Bin halt auf Spotting angewiesen, ne? Und ja, gut positioniert, wo gerade wo dann auch dort die Lenin oder die Roma oder Norka langfährt. Also eins der Schlachtschiffe halt. Ja, schön nebeln und runterfackeln halt, ne? Das kann die Anchorage ja schon ganz gut. Jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Tarnung. So, die North Carolina, die kommt auf jeden Fall in die Richtung. Super. Mensch, Cargo, was machst denn du hier? Lenin auch die Richtung. Ja, glaube ich, richtig gewesen, jetzt zu C zu fahren. Schon zwei Ziele, die man gut abfackeln kann. So, die North Carolina ist sogar auch fast in Reichweite. Ich werde mal schon mal ein bisschen abbremsen. Das dauert ja dann doch so in seiner Zeit hier mit dem Schiff. Bellen. Oh, Chapayev. Hat halt auch Radar. Wollen wir die erstmal ein bisschen bearbeiten? Ah, die Chapayev ist erstmal wichtiger. Auch für die Cargo. Da hält es zum Glück nicht allzu lange. Oh, ein bisschen aus meinem Radar rausgerutscht, das war so jetzt auch nicht geplant. Chapayev down, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich bleib mal kurz bei AP. Die Norco macht jetzt schön Breitseite auf. Und auch mal sicherheitshalber mal eine Hydro anmachen, falls die Chapayev noch getorbt hat. Aber ich glaube, die Reichweite war nicht so hoch, ne? Ich glaube, das waren nur 4 Kilometer oder sowas. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Oh, 7, 6 schöne Salve. Ja, ist ein schöner Egoisten-DD sozusagen halt, ne? Die Anchorage, die macht schon gut Schaden, wenn schön gespottet wird, und das macht die Cargo hier echt gut. Kann man halt schön sicher Schaden machen. Zumindest man, solange man in seinem Nebel auch stehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unsichtbar bleiben kann. Ausprobieren kann man es zumindest mal. Hätte fast sein,
Nicht schlecht. Ja, schauen wir mal. Schaden optimieren halt, ne? Also viel Damage wie irgendwie möglich zu machen. Ich werde mal jetzt trotzdem mit meinem Team mitfahren. Mal aufpassen, dass mich nicht außer Reichweite fährt. Und wenn sie dann außer Reichweite ist, ich am Arsch der Welt stehe, bis ich dort mal wieder angekommen bin und schießen kann. Muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, ne? Dass du halt nicht Ewigkeiten außerhalb des Gefechtes oder Gefechtsreichweite halt auch rumfährst und rumdümpelst auf gut Deutsch. Und halt auch ein bisschen teamdienlich halt Schaden machst. Ja, die Lenin, je nachdem wie sie halt löscht. Fünfmal kann sie ja löschen. Lässt aber einfache Brände, so wie es aussieht, normal durchbrennen. Das heißt, wir können jetzt die nächste Salve auch mal auf die Norke abgeben. Ob zwar die brennen so ein bisschen. Gegnerischer CV auch schon tot. Sehr gut. Lenin brennt noch. Dann hätte ich auch wieder auf AP wechseln, ne? Für die Norka. Halt. Schön. Also momentan habe ich echt Glück mit meinen Teams. Und die einzige Lila, die ich hatte, das war jetzt auch nicht ein Idiotenteam auf gut Deutsch. Autsch, das hat wehgetan. Das war halt einfach nur halt, ja, man kann halt nicht jedes Gefecht gewinnen, auch wenn man mal eine gute Runde hat. Das klappt halt auch nicht. Da musst du schon einen Kraken machen. Dann ist die Chance schon sehr, sehr gering, dass du noch verlierst. Aber auch das habe ich schon hinbekommen. Mit meiner Jambar war das noch. Ich glaube, das war die Jambar, ja. Schön Kraken gemacht und trotzdem verloren. Ist mir völlig schleier, wie das funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. So, sobald die Lenin hier tot ist, gibt es jetzt hier gar nicht mehr so viel zu tun. Mal B-Cappen. Und rumfahren halt, ne? Wieder eher unspektakulär hier. Okay, was macht die Roma? Die guckt schon hierher. Oh, kommt, Wilme, dreht euch. Das ist halt das, was ich meinte. Gerade so. So, die Lenin könnte jetzt aber auch mal sterben. Wer weiß, ob ich jetzt hier noch so viele Salven aushalte von der Lenin. Also die Cargo, die hat sie echt, oder? Sitzt hier neben beim Stockcar, Mensch. So, dann müssen wir nur echt aufpassen mit der Roma hier. Deshalb auch schon mal der Smoke. Kann ich noch unnötig sterben? Weil die Anchorage funktioniert. So viel kann man schon mal sagen. Man muss halt aufpassen. Klar, es hat einen Kreuzer, ne? Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Tschapajew oder sowas, ist halt so ein Nebelkreuzer, hohes Kaliber, demnach halt schöne Alpha-Damage, gute Abfackelchance. Ist halt angenehmer zu spielen, ne? Da fehlt zwar kein Radar, klar. Aber die Chance, dass jetzt auch ein CV dabei ist, ist auch so hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Runde hatte, wo jetzt noch kein CV dabei war. Müsste man mal schauen. Also alle Folgen, die ich jetzt hochgeladen habe, ist jetzt die fünfte, wie gesagt. Das sind auch meine Runden, die ich allgemein gefahren bin. Also ich habe jetzt keine Runde gedreht, ohne die Aufnahme zu starten. Könnte man sich das glatt anschauen. Ob man CV nicht dabei war, aber ich glaube nicht. Weil selber bin ich ja auch zwei oder dreimal von den fünf Folgen CV gefahren. Also von daher. Naja. Wie auch immer. Einmal FPV wäre auch natürlich noch eine Alternative. Gerade gegen die DDs halt, ne? Die Sepp.
Die macht da enorm viel Schaden. So, ich glaube, mal schauen, zwei Siege sind es jetzt, glaube ich, noch, die noch fehlen zur Silberliga. Zwei? Drei? Ich glaube, es sind nur noch zwei. Könnte man sich das dann auch mal jetzt demnächst anschauen, wie das dort aussieht, vor allem wegen auch der Belohnung. Ja, sehr unspektakulär halt, ne? Man fährt halt so ein bisschen, macht so ein bisschen Schaden, kommt von alleine, dann die Damage-Zahl. Die Lenin hat mir aber auch gut was gedrückt. Ansonsten war das ja, ja unspektakulär halt, ne? Naja, Sieg ist Sieg. Das ist ja die Hauptsache in Ranked. Übrigens ein bisschen was dabei getan habe ich ja nun auch. So ist ja nun nicht. Zwei, drei schöne Salven von auf die Norka mit AP. Oh, das war schon nicht so schlecht. So, sieht man das jetzt hier? Oh, Fünfter, Sechster. Achso, ja, steht ja Zeit bis zur nächsten noch zwei Siege. Ah ja, jetzt haben sie das auch wieder so gemacht, wie das bei den anderen Ostern. Das heißt, wenn ich jetzt verliere, dann ist der Stern auch wieder weg und ich muss mir den erst wieder erspielen mit entweder einem Sieg oder Platz 1 im Team. Ach ne, Platz 1 im Team ist ja wirklich nur, dass du den nicht verlierst, oder? Ich glaube, irgendeinen Gewinn tust du wirklich nur mit Sieg. Nun ja, auf jeden Fall, Sieg ist drin. Und ja, man sieht auch hier, das ist jetzt meine Auswahl an den Schiffen, die ich jetzt quasi fahren könnte. Bei gewerteten, also die Tallinn fällt mal völlig flach, die fahre ich nicht. Die ist, ja, komme ich überhaupt nicht drauf klar. Kraga wäre halt noch eine Variante, halt, ne? Die hat halt so viele Flieger. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall Odin super funktioniert, Parse war super funktioniert. Die Bismarck hat keinen guten Kapitän drauf, nur einen Ulver. Und ich habe ja den Günther Lütjens. Also das ist natürlich dann ganz klar, dann nehme ich dann doch lieber die Odin. Naja, werden wir ja schauen und sehen, was in der nächsten Runde für ein Schiff genommen wird. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.